ganz genau. Ich habe einfach tatsächlich, muss man ganz platt sagen, eine Ärzteserie gesehen. Und die fand ich irgendwie super, hat mich begeistert von dem Berufsbild des Arztes. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Genau, ich hatte aber viele andere Fragen, die das Studium für mich gar nicht beantwortet hat. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich in der Medizin zwar erhalten bleiben, aber nicht direkt in der Patientenversorgung arbeiten. Und in der Forschung haben wir auch ganz viele quasi Fragestellungen oder Probleme, aber für die gibt es kein Schema. Und das ist das, was ich so toll finde an der Forschung, weil man muss quasi sich selber überlegen, wie man an dieses Problem letztendlich rangeht. Und das ist eine kreative Arbeit. Was quasi jetzt diese Mischung aus Forschung und Klinik für mich so faszinierend macht, ist, dass ich einerseits als Arzt und Kliniker das Problem erstmal erkenne und auch sehe, wo ist der Bedarf in der Gesellschaft. Und dann quasi als Forscher zu sagen, okay, dieses Problem gehe ich quasi an und mit der quasi Expertise, die ich jetzt auch als Forscher quasi habe, kann ich jetzt da weiterarbeiten. Die Patienten kommen ja zu uns in die Ambulanz und wir diagnostizieren die ADHS. Und dann quasi haben wir eine ganze Bandbreite an Medikamenten, die wir ausprobieren können. Und wir wissen aber nicht, welches von den Medikamenten am besten für den Patienten geeignet ist. Und das ermöglicht uns letztendlich die MRT, welche Bereiche des Gehirns funktionieren wie, zu viel oder zu wenig, welche Neurotransmitter sind daran beteiligt und können dann quasi zielgenau bei den PatientInnen sagen, ah, das Gehirn funktioniert von dem oder derjenigen so und so. Und wir können dann sagen, das Medikament wäre vielleicht das Passende. Das ist das langfristige Ziel, was wir mit der Forschung machen wollen. Das können wir noch nicht. Man beschäftigt sich im Kopf mit so vielen Themen. Das heißt, irgendwie ist man quasi der Kopf relativ voll. Was ich gerne mache quasi in meiner Freizeit, gehe ich gerne einfach mal tatsächlich draußen in der Natur irgendwie laufen oder schwimmen, um dann einfach mal mich einfach auf den Körper auch zurückzubesinnen. Also einfach mal zu spüren, was für Sinne prasseln da auf mich ein, wie kalt ist das Wasser, wie hört sich das Wasser an. Das ist quasi, was mir hilft, letztendlich quasi von den ganzen Gedanken, die man vom Tag über noch so ein bisschen gespeichert hat, einfach auf mich zu distanzieren, um dann auch zu sagen, der Tag, wie er so gelaufen ist, der war schon ganz gut so. Die Sinnfrage sich zu stellen, ist, finde ich, als Wissenschaftler und als Kliniker sehr, sehr einfach. Und man kann sie sehr einfach beantworten, weil es für mich ein zutiefst sinnvolles Handeln ist, was man dann macht. Weil man quasi eine gesellschaftliche Relevanz hat und da was beibringen kann. Und das ist, finde ich, der große Vorteil, dass ich, auch wenn ich mal irgendwie abends ein bisschen später nach Hause gehe, dann habe ich nicht jetzt das Gefühl, ich habe jetzt quasi meine Zeit verschwendet, sondern ich habe wirklich die auch mit etwas für mich Sinnvollem gefüllt. Und das ist, glaube ich, was mich sehr zufrieden macht.